Was mir mit Makaroni und Tomaten passierte. Wir machten mit der Pioniergruppe eine Wochenendfahrt. Es war sehr schön. Wir schliefen in einem Blockhaus auf Strohsäcken. Die dufteten herrlich. Das Essen kochten wir uns selber. Am ersten Tag waren die Mädchen dran. Sie kochten Erbsuppe und Würstchen. Am nächsten Tag sollte eine Wanderung zur Burgruine Felsenzahn sein. Ich habe keine Lust, zum Felsenzahn zu laufen. Das ist zu weit, 5 Kilometer. Ich habe auch keine Lust. Ich war mit meinem Papa schon mal dort. Da bleiben wir hier. Disziplin ist Disziplin. Ich hab's, Zitterbacke. Ich hab's. Warte nur. Am nächsten Tag wollte Harry, unser Pionierleiter, wieder die Mädchen zum Kochen bestimmen. Die wollten aber nicht. Sie wollten mit zur Burg Felsenzahn. Ich mache einen Vorschlag. Zitterbacke und ich, wir können gut kochen. Wir werden heute Koch sein. Du kannst doch kochen, Zitterbacke. Ja, ich mache prima Bratkartoffeln warm. Da wollten wir Bratkartoffeln machen. Aber wir hatten sie nicht gekocht und geschnitten. Da ließen wir es lieber sein. Ich denke, du kannst kochen. Aber wieso ich? Du wolltest doch nicht mitgehen. Wir müssen was machen. Ohne Essen geht es nicht. Mir knurrt schon der Magen. Ich esse sehr gern Makaroni mit Tomatensauce. Gut, wenn du weiter nichts weißt, machen wir eben das. Wir gingen in den Dorfkonsum und bestellten Makaroni. Wie viel Pfund? Moment. Wir müssen noch mal raus. Draußen überlegten wir, wie viel Pfund wir brauchen. Wir sind 25 und ein Pionierleiter. Bruno wollte 26 Pfund kaufen. Ich fand, ein halbes Pfund Makaroni für jeden ist genug. Wir gingen wieder in den Laden und kauften 12 Pfund. Dann bestellte Bruno 12 Pfund Tomaten. Aber Jungs, zu Pfingsten gibt's doch noch keine Tomaten. Haben Sie was anderes da? Ich habe aber Tomaten in Büchsen. Das war die Rettung. Wir kauften 12 große Büchsen Tomaten und schleppten alles ins Lager. Bruno wollte ganz eifrig Feuer machen. Jetzt weiß ich auch warum. Er wollte Heizer sein und ich sollte den Koch machen, weil er das Rezept nicht wusste. Er machte ein riesiges Feuer am Herd und heizte und heizte. Was ist nun? Kochst du bald, Zitterbacke? Wieso immer ich? Ich weiß doch nicht, wie man Makaroni und Tomaten kocht. Wir zankten uns noch eine Weile, doch gekocht musste werden. Mama kocht sie irgendwie mit Wasser. Wir schütteten die Makaroni in einen Topf, gaben ein bisschen Wasser drauf und stellten ihn aufs Feuer. Wir gingen inzwischen Federball spielen. Nach einer Stunde blieb Bruno mit dem Schläger in der erhobenen Hand plötzlich stehen. Zitterbacke, es stinkt! Ich wollte gerade etwas Gemeines sagen. Da roch ich es auch. Es kam aus der Küche. Es qualmte und zischte dort aus dem Topf. Ein paar Pfund Makaroni waren über den Topf gequollen und lagen wie lange weiße Würmer auf der Herdplatte. Unten im Topf knirschte und knackte es. Wir schütteten die Makaroni in eine große Schüssel. Nur die Hälfte kam heraus. Die andere blieb schwarz und braun im Topf. Es sah aus, als hätten wir Kohlen gekocht. Vielleicht reichen die anderen aus. Wir kratzten den Topf aus und setzten neues Wasser auf. Dann ließen wir die Restmakaroni wieder kochen und gingen Federball spielen. Nach einer Weile sagte Bruno: Zitterbacke? Ja? Guck doch mal nach, ob das Wasser schon kocht. Wie soll ich denn das wissen? Zu Hause kochen wir das Wasser im Teekessel. Wenn es kocht, pfeift der Kessel. An dem großen Topf hier war aber keine Pfeife. Bruno meinte, ich soll den Finger reinstecken. Zum Prüfen. Da schrie ich auf und rannte hinaus und blies wie ein Wilder auf meinen roten, brennenden Finger. Also, es kocht. In Ordnung. Ich musste mich ins Gras setzen und konnte nicht mehr Federball spielen. So tat mir mein Finger weh. Wir ließen die Makaroni noch 1-2 Stunden kochen. Sie waren dann ein bisschen zerfallen. Das macht nichts. Wir nennen es eben Makaroni-Suppe. Wir öffneten die Büchsen und schütteten die Tomaten dazu. Jetzt koste mal. Danach konnte ich eine halbe Stunde nichts mehr sagen. Ich hatte mir den Mund verbrannt. Irgendwie schmeckte die Suppe komisch. Es wird Salz fehlen. Richtig. Salz braucht man überall. Ich dachte, für 26 Mann genügen 4 Pfund Salz. 3 Pfund genügen auch. Wir schütteten 3 große Tüten Salz hinzu und ließen alles noch eine halbe Stunde kochen. Jetzt koste du. Ich kann nicht mehr kosten. Wasser! Hilfe! Wasser! Er trank eine halbe Kanne leer. Es ist wohl eine Prise Salz zu viel. Aber sonst? Wir hörten die Gruppe schon von weitem kommen.
Sie sangen, wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Gleich stürzten sie an die Kochgeschirre. Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben Durst. Was gibt's denn? Es gibt was Schönes. Macaroni und Tomaten. Alle klapperten mit den Löffeln im Kochgeschirr herum. Bruno schenkte große Kellen aus. Sieht ja komisch aus. Schmeckt aber besser. Alle warteten auf den Tischbruch. Ich setzte mich neben die Tür. Warum Bruno sich auch an die Tür setzte, weiß ich nicht. Warum isst du nicht, Bruno? Mir ist so schlecht. Mir auch. Ich esse lieber nichts heute. Nach dem Tischbruch nahmen alle einen großen Löffel. Dann spuckten und husteten alle. Ich bin vergiftet! Wir rannten zur Tür raus. Irgendeiner hatte eine Tomate herausgefischt und warf sie nach uns. Sie flog Bruno genau in den Hals. Jetzt sitzen wir beide am See und angeln. Oben kochen sie schnell Grießbrei und Himbeersaft. Keiner spricht mit uns. Macht nichts. Wir angeln uns ein paar Fische und braten sie uns. Wir brauchen ihren Grieß nicht. Und wie braten wir den Fisch? Mit oder ohne Gräten? Hör bloß auf. Von Macaroni und Tomaten will ich nie wieder etwas hören. Und mein Magen knurrt, dass es sich anhört, als hätte ich einen Löwen im Bauch.